Vorher sah es so aus und jetzt sieht es so aus. In diesem Video machen wir eine Handy-Ladetasche. Es ist wieder Zeit für ein neues Freebie des Monats. Du kannst das Freebook in der Sammy-Facebook-Gruppe herunterladen und auf meiner Webseite. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Die Materialien sind hier aufgelistet, aber du kannst es auch nochmal im E-Book nachlesen, wenn du es heruntergeladen hast. Wenn du magst, kannst du jetzt die Vorderseite deiner Tasche dekorieren. Ich habe dazu ein Farbenmix-Webband und eine Spitzenborte benutzt, aber du kannst auch Knöpfchen aufnähen oder kleine Aufnäher oder Strasssteinchen oder was auch immer dir einfällt. Als nächstes bügele ich das Bügelvlies auf die linken Seiten der Vordertaschen und hinteren Taschenteile aus Futterstoff. Dann nähe ich die Wattierung mit einem groben Heftstich auf das Bügelvlies, das ich soeben aufgebügelt habe. Danach bügele ich das mittelschwere Bügelvlies auf die linke Seite des Henkelstücks. Dann falte ich das Henkelstück zur Hälfte und bügele es. Anschließend falte ich das Henkelstück wieder auseinander und falte die beiden Außenkanten auf die mittlere Falte. Und dann falte ich es nochmal, bügle es und stecke es mit Nähclips fest, da es sonst immer wieder auseinander springt hier. Und um das zu vermeiden, benutze ich hier die kleinen süßen Nähclips. Nun nähe ich entlang der langen Kanten mit einem Steppstich. Als nächstes lege ich die beiden Vordertaschenteile rechts aufeinander und nähe sie entlang der oberen Kante zusammen. Und wende und bügle sie.
Anschließend lege ich das Vordertaschenteil auf das hintere Taschenteil, stecke es fest. Und nähe es entlang der Außenkante fest. Dann falte ich den Henkel und stecke ihn an die obere Kante des hinteren Taschenteils und nähe ihn mit einem Heftstich an. Und dann ist es an der Zeit, das andere hintere Taschenteil rechts auf rechts oben drauf zu legen, festzustecken und rundherum zu nähen. Dabei lasse ich eine Wendeöffnung von ca. 4 cm am unteren Rand offen. Dann schneide ich den Stoff an den Ecken nah an der Naht ab. Und wende den Stoff nach außen. Das ist ein bisschen tüttelig durch die ganzen vielen Lagen mit dem Bügelvlies und der Wattierung, aber da wir eine Handy-Ladetasche haben wollen, die über lange, lange Zeit hält und stabil ist, haben wir sie eben schön stabil gemacht. Nun schließe ich die Wendeöffnung von Hand. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe mal wieder meine Lieblingsstöffchen benutzt. Die habt ihr ja bestimmt schon in vielen anderen Videos gesehen. Leider ist es bald fertig mit einem der Stoffe. Da habe ich fast nichts mehr übrig. Also anstatt jetzt auf sein Telefon zu treten, aus Versehen, wenn es dann auf dem Boden rumliegt, kann man es jetzt schick in ein schönes Täschchen tun. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du wirst viele, viele schöne Handy-Ladetaschen machen für Familie und Freunde.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.